Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das neue Barometer zur Digitalisierung der Energiewende, was jetzt Anfang April veröffentlicht worden ist. Es geht also wieder mal um das Voranschreiten des Smart Meterings, des Smart Grids, Smart Energy, ganz viele smarte Dinge rund um die Energiewirtschaft. Und dafür gibt es eben jedes Jahr dieses sogenannte Barometer der Digitalisierung der Energiewende. Und das wird immer im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums von Ernst & Young erstellt und schätzt schlussendlich ein, wie weit wir vorangeschritten sind, wenn es darum geht, die Energiewende, die gesamte Energiewirtschaft zu digitalisieren, was auch immer das ganz konkret heißt. Die erste Ausgabe davon ist vor über einem Jahr, Anfang 2019, veröffentlicht worden, relativ parallel zur ersten Marktanalyse des BSI zum Smart Meter Markt, zu den Smart Meter Gateways. Damals waren wir noch nicht so besonders weit. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt nur einen zertifizierten Hersteller von Smart Meter Gateways. Drei waren ja dann notwendig für den offiziellen Start des Smart Meter Rollouts. Und ansonsten waren wir eben auch tatsächlich noch nicht allzu weit vorangeschritten, was die gesamte Umsetzung von regulatorischen Rahmenbedingungen, von technologischen Möglichkeiten und so weiter eben anging. Deswegen hatten wir damals nur, ich meine, 22 von 100 Punkten in diesem Barometer bekommen für den gesamten deutschen Markt entlang der Digitalisierung der Energiewende. Jetzt ist eben ein gutes Jahr vergangen. Wir hatten den offiziellen Smart Meter Rollout Start Anfang dieses Jahres 2020. Damals hatten wir auch die Marktanalyse zusammen mit der Markterklärung. Dazu gibt es ja Videos auf meinem Kanal. Und jetzt Anfang April, am 8. April, ist eben auch tatsächlich dieses neue Barometer rausgekommen und hat eigentlich schon viele schöne Dinge, die man hier zusammenfassen kann. Und darum geht es jetzt eben in diesem Video. Erstmal der offizielle Titel dieses Dokuments ist Barometer Digitalisierung der Energiewende, Modernisierungs- und Fortschrittsbarometer zum Grad der Digitalisierung der leitungsgebundenen Energiewirtschaft. Und da sagt schon aus, worum es ja wirklich geht. Es geht um Strom und auch ein bisschen um Gas, wobei die Gasdigitalisierung und Smart Metering dort ein bisschen weiter hinterherläuft, also ein paar Jahre versetzt erst anfangen wird. Ganz konkret geht es jetzt aktuell natürlich um Strom, um Smart Metering im Strombereich. Und die Management Summary, die Zusammenfassung am Anfang dieser Studie, sagt auch nochmal ganz viel aus, allein schon mit dem Titel. Die Basis ist geschaffen, jetzt das Momentum nutzen. Und das sagt es ja aus. Wir haben die Grundlagen geschaffen für Digitalisierung der Energiewende. Wir haben die ersten technologischen Rahmenbedingungen und vor allem die regulatorischen Rahmenbedingungen für das Smart Metering jetzt, ja, da, das haben wir angefangen umzusetzen und dementsprechend müssen wir jetzt auch richtig loslegen und das weitermachen. Der Smart Meter Rollout hat ja begonnen, aber ist das natürlich durch Corona so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Natürlich wird aktuell nichts eingebaut oder fast nichts eingebaut, weil natürlich keine Kundenkontakte stattfinden sollen und die Leute gerade auch Wichtigeres zu tun haben, als die Smart Meter einzubauen, allein die gesamte Infrastruktur erstmal aufrechtzuerhalten. Daher ist das Momentum jetzt ein bisschen abgebrochen, aber in absehbarer Zeit wird es ja hoffentlich dann wieder richtig losgehen können. Gehen wir erstmal in die Kapitelstruktur dieses Barometers und dann mal genauer auf die Inhalte ein. Das ist also in mehrere Bestandteile geteilt, dieses Barometer, und bezieht sich eben auf folgende Inhalte. Erstmal so allgemein die Zusammenfassung von Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen, zu denen kommen wir ja gleich nochmal. Dann erstmal so der regulatorische und technologische Rahmen und die Zusammenhänge davon. Wie können wir die neuen technologischen Entwicklungen rund um Smart Metering, Smart Grid und Co. auch mit Recht, mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und Co. zusammenführen, mit den Aufsichtsbehörden zusammenführen? Wie kann das Ganze zusammenspielen? Dann gibt es ein ganzes Kapitel rund um die 450 MHz Vergabe. Das ist ja dann eine Kommunikationsfrequenz, kann man jetzt vergleichen mit WLAN-Frequenzen, Mobilfunkfrequenzen, bei denen es eben dann um die Kommunikation von Geräten gehen soll. Und da ist die Energiewirtschaft tatsächlich ja auch mit im Spiel und im Gespräch. Aber da sind noch ein paar Sachen unklar. Darum geht es in diesem Kapitel. Dann geht es so ein bisschen um die Entwicklung des Rollout-Mengengerüsts im Vergleich auch zum Markt und überhaupt zum Angebot, was es am Markt gibt, was sich natürlich auf die Mehrwertangebote, die Dienstleistung hinter dem Smart Metering bezieht. Dann geht es noch ein bisschen um den Informationsstand der Letztverbraucher, also der eigentlichen Kunden. Wissen die überhaupt, warum ein Smart Meter für die sinnvoll sein könnte? Wissen die überhaupt, was das für Risiken haben könnte, wenn es um die Auswertung von Energiedaten, praktisch ja Live-Energiedaten geht und so weiter und so fort? Wissen die überhaupt, wann so ein Gerät eingebaut wird? Kennen die ihre Rechte? Wissen die, dass sie drei Monate vorher informiert werden müssen und so weiter und so fort? Darum geht es dann eben im praktisch vorletzten Kapitel und im letzten geht es dann nochmal um den Ausblick
Wo geht es jetzt hin? Wie können wir dieses Momentum jetzt nutzen? Was sind so ein paar der wichtigen Aspekte, die überhaupt in diesem ja, Barometer zusammengefasst werden? Erstmal, was ist die Gesamtanzahl? Wir hatten ja im letzten Jahr 22 von 100 Punkten bekommen. Wir sind ein bisschen besser geworden. Jetzt haben wir in diesem Jahr 36 von 100 Punkten. Praktisch im ja, Berichtsjahr 2019 stehen wir jetzt bei 36 von 100 Punkten, was die Digitalisierung der Energiewende angeht. Ist eine Metrik, die kann man sich so anschauen, ist in dem Dokument auch gut erklärt, aber ist halt natürlich trotzdem eine sehr subjektive Einschätzung und auch eine sehr theoretische Einschätzung dessen, wo wir eigentlich sind. Digitalisierung ist ja nicht so einfach in Worte zu fassen. Was sind so ein paar Herausforderungen, die ja dort auch wirklich angesprochen werden? Erstmal, wir haben ja den Rollout jetzt tatsächlich begonnen. Die ersten intelligenten Messsysteme sind praktisch auch in diesem Prozess jetzt ordentlich ausgerollt worden. Moderne Messeinrichtungen ja sowieso schon vorher. Die Gateways sind sicher installiert worden. Wir haben die Zertifizierung der Gerätehersteller und einige kommen jetzt auch noch. Wir haben jede Menge zertifizierte Smart Meter Gateway Administratoren und andere Dienstleister, Sub-CAs und so weiter. Und wir haben natürlich auch die Markterklärung vom BSI. Das haben wir jetzt alles. Soweit können wir sagen, sind wir vorangeschritten. Aber ja, es fängt ja dann allein schon an, was Problematiken angeht mit der Umsetzung der Marco 2020 und der weiteren Prozesse. Das war ja zum Dezember 2019 das große Thema. Und wer in der Branche arbeitet, weiß, das ist so mehr schlecht als recht auch umgesetzt worden. In vielen Dokumenten, auch rund um Corona, sagte die Bundesnetzagentur, wir gehen davon aus, dass die IT-Systeme ordentlich installiert sind und die Prozesse ordentlich umgesetzt werden. Aber natürlich ist das nicht immer so und auch nicht so richtig super toll zum entsprechenden Stichtag umgesetzt worden, weil es eben doch relativ ausführliche Änderungen gab. Und allein im Bereich der Übertragungsnetzbetreiber, die jetzt verschiedene Verantwortung rund um intelligente Messsysteme bekommen, sind die IT-Systeme und die Prozesse ja auch ganz neu. Das heißt, da gibt es natürlich vorprogrammiert Probleme. Keine Frage. Was natürlich ein guter Rahmen ist für die Weiterentwicklung, ist der gesamte Prozess rund um die Standardisierungsstrategie. Das haben wir auch ein eigenes Video, das verlinke ich hier am Ende dieses Videos mal. Da geht es ja darum, wie jetzt genau dieses Smart Metering standardisiert werden kann und alle Rahmenbedingungen da herum standardisiert werden können. Da gibt es Arbeitsgruppen, die sich um verschiedene Themen kümmern, auch rund um die Smart Grids. Das tagt jetzt wahrscheinlich wegen Corona nicht oder nur virtuell. Mal gucken, ob es da demnächst auch öffentliche Dokumente dazu gibt. Aber es ist zumindest erstmal eine Grundlage dafür zu sehen, wie sich das jetzt auch tatsächlich weiterentwickelt entlang des Regulators, der Aufsichtsbehörden und natürlich auch der teilnehmenden Marktteilnehmer und Netzbetreiber zum Beispiel. Anderes Thema ist natürlich das kleine Dilemma darum, dass erneuerbare Energien, also EEG-Anlagen und KWKG-Anlagen, keine Pflichteinbauten für die Smart Meter in der Form jetzt erstmal sind, also nicht rundum. Und deswegen zum Beispiel auch da die Chancen verpasst worden sind, die Einspeisung, die intelligente Einspeisung halt nochmal ein bisschen weiter voranzutreiben. Das ist regulatorisch einfach gerade noch eine Herausforderung. Da gibt es verschiedene Streitpunkte. Das kann man in dem Dokument sich gut anschauen. Ist auf jeden Fall ein großer Streitpunkt darum, dass man ein paar Chancen auch natürlich verpasst hat, die sich hier entlang der voranschreitenden Energiewende ja hätten anbieten können. Anderer Ansatz, zum Beispiel auch das Dilemma rund um die Transparenz. Also wissen die Leute überhaupt, warum sie einen Smart Meter bekommen? Wissen sie, wann sie ihn bekommen, dass sie ihn bekommen, warum sie ihn bekommen? Das sind so alles Fragen, die meisten Leute werden das nicht beantworten können. Und dementsprechend haben wir dort tatsächlich Probleme, weil theoretisch kann uns das richtig viel bringen. Gleichzeitig gibt es viele Verschwörungstheorien, dass es hier um einen Überwachungsstaat geht oder was auch immer. Ist also auch ein Streitthema, da muss noch viel mehr gemacht werden. Und natürlich eines der größten Streitthemen ist es auch genau diese 450-Megahertz-Problematik, eben genau dieses Kommunikationsnetz, was dann zu großen Teilen exklusiv über die Energiewirtschaft oder für die Energiewirtschaft genutzt werden könnte, damit eben auch die Smart Meter auf dieser Frequenz dann kommunizieren. Das ist auch noch nicht fertig. Also da tut sich wahrscheinlich auch gerade die Politik oder der Gesetzgeber ein bisschen schwer, sich dort irgendwie das Ganze wirklich mal sinnvoll jetzt voranzutreiben. Und dort haben wir also auch einen der großen Punkte, an denen die Digitalisierung der Energiewende aktuell noch hakt. Mehr dazu eben, wie gesagt, in diesem Dokument, im Barometer.
Was mit diesem Momentum aufnehmen gemeint ist, wir haben ja jetzt einfach den Start, wir haben die ersten Dienstleistungen, die dahinter stecken. Wir müssen jetzt Wettbewerb wirklich vorantreiben. Es gibt jetzt demnächst ja auch wirklich Chancen für wettbewerbliche Messstandbetreiber, dort ordentliche Geschäfte zu machen. Das muss jetzt passieren, vorangetrieben werden. Da muss auch der Regulator vielleicht ein bisschen ja, Erfolgsdruck oder zumindest Erfolgswunsch auch bei den diversen Messstandbetreibern und Stadtwerken vor Ort einfach mal schaffen und vielleicht auch irgendwie sowas wie Anreize schaffen, damit das mal ordentlich vorangetrieben wird. Werden wir sehen. Also es gibt verschiedene positive, negative und einfach nur fragliche Aspekte entlang der Digitalisierung, der Energiewende, die in diesem Barometer auch zusammengefasst worden sind. Schaut da einfach mal rein. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die unten in die Kommentare. Habt ihr ansonsten irgendwelche Anmerkungen und Anekdoten zum Smart Meter Rollout, auch einfach die in die Kommentare schreiben. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Hier ist nochmal das Video. Und ja, mein Name ist Carsten Eckert.